meistgespieltesten Opern der Opernliteratur und eine der Opern, die am allermeisten besprochen, diskutiert wurde. Es gibt über keine andere Oper, über kein anderes Stück so viele Texte zu lesen wie über dieses Stück. Ja, und trotzdem gibt es so viele Interpretationsmöglichkeiten auch dabei. Ne? Wir kamen ja drauf, auch das menschliche Innen und Außen zu betrachten. Und da sind wir ja auch drauf gekommen, dass wir die Bühne so überlegt haben, zwei Gegenpole zu schaffen, um die menschliche Psyche besser beleuchten zu können und parallel zeigen zu können, ohne trennende Räume zu haben. Ich glaube, das war für uns so mal so der Anfangspunkt, drüber nachzudenken, wie gehen wir mit Giovanni eigentlich um. Genau, für uns war auch noch ein Ansatz, der Don Giovanni ist ja eigentlich keine historisch verbürgte Figur. Das ist ja eigentlich nur, sage ich jetzt nur, eine fiktive Figur, ganz im Gegensatz zu Casanova zum Beispiel, der historisch verbürgt ist, der seine Memoiren geschrieben hat, die wir alle kennen, der zur Uraufführung von Don Giovanni in Prag auch war, Mozart auch getroffen hat. Die haben sich auch darüber ausgetauscht. Demgegenüber ist die Figur des Don Juan in der Literatur oder des Don Giovanni in der Musikliteratur eine fiktive Gestalt, eine Figur, die es eben historisch verbürgt nicht gibt, die, wie du gerade gesagt hast, in ihrer Doppelgesichtigkeit eine unglaublich spannende Opernfigur ist, der wir versuchen, ein bisschen auf die Spur zu kommen. Und wir haben uns die ganze Zeit gefragt, ja, was ist der Don Giovanni, beziehungsweise wer macht den Don Giovanni zu dem, was er eigentlich ist? Ja. Weil an der Annäherung haben wir gedacht, mei, ist ja komisch, dass jeder, den du fragst, hat eine völlig unterschiedliche Vorstellung von dem, was Don Giovanni ist. Die einen finden ihn super, weil er einfach ein totaler Macho ist, weil er ein super erotischer Verführer ist, der so für Männer wie für Frauen ein unglaubliches Ideal ist. Andererseits sind alle ganz froh, wenn er am Schluss sterben muss, weil er alle Grenzen durchbricht und überschreitet. Scheinbar ist dieser Don Giovanni eben eine vielgesichtige Figur, die man eigentlich nur dadurch greifen kann, dass man sie in dieser Vielschichtigkeit belässt und nicht reduziert auf nur den Verführer, nur auf den Vergewaltiger, nur auf den Mörder, nur auf den Bon Vivant, nur auf den, der genießt. Es gibt eine sehr schöne Canzonette im zweiten Akt, die für uns eine Art Selbstentäußerung war, oder so haben wir sie gelesen, der auch in sich einerseits eine unglaubliche Angst vor dem Tod verspürt, aber andererseits auch eine Art von Todessehnsucht, glaube ich, verspürt. Und in diesem Spannungsfeld bewegt er sich. Wir sind dann weitergegangen bei der Raumkonzeption, ja, in dieser Doppelgesichtigkeit, dass wir versuchen, den Don Giovanni auch im Verhältnis zu seinem Diener, dem Leporello, zu sehen. Also diese Spiegelung, diese Situation des Alter Egos, und die hast du ja versucht im Raum auch zu fassen. Ja. Es ist eben auch nicht nur diese Sache so wichtig, fand ich auch, dass wir gerade über diesen Punkt, wie sieht man Don Giovanni, einfach immer drauf gekommen sind, dass jeder, egal wer, in ihn was rein projiziert und anfängt, über sich selber nachzudenken. Ja. Und dadurch, durch diese verschiedenen Sichtweisen, auch immer zwei Seiten zum Betrachten gewinnt. Und genau das hatten wir versucht, mit dem Bühnenbild dann ja auch so umzusetzen. Zum Thema Projektion ist natürlich das richtige Stichwort, das du jetzt gerade benannt hast. Da hast du ein Spezialmedium auf der Bühne ja aufgebaut, was ich persönlich sehr spannend finde. Wir haben ja einen Spiegel auf der Bühne. Dürfen wir da schon ein bisschen was verraten? Ja, sicher. Ja, er ist eben nicht nur Spiegel in dem Sinne, sondern er lässt auch die gegenseitige Projektion zu. Das heißt, er ist in bestimmten Momenten auch halb durchlässig, sodass wir dann auch die Personen sich selber spiegeln lassen können, beziehungsweise ihr Handeln im Stück, was dann teilweise mit Don Ottavio und Don Giovanni passiert und auch mit anderen. So viel nur als kleines Verraten eines vielleicht doch Geheimnisses. Und auch diese einerseits diese Selbstwahrnehmung der einzelnen Figuren,
eben Blick in den Spiegel und auch das Wahrnehmen des anderen in mir. Das ist ja auch ein großer Teil. Ich glaube, der Don Giovanni ist ja eine Figur, der sich selbst sehr fremd ist, der sich selbst gar nicht gut kennt, glaube ich. Es gibt kaum eine Arie für ihn. Die erste Auftrittsarie ist nach mehr als einer halben Stunde und ist in einer Minute 15 vorbei, die berühmte Champagner-Arie, wo es nur darum geht, sehr schnell und viel Party zu machen, große Feiern, aber eher als Anspruch, denn dass man ihn wirklich sieht, als jemanden, der wirklich glücklich ist, indem er sich amüsiert. Dann kommen wir auch zum anderen Thema, was für uns ganz wichtig war, wie ich finde. Das Stück eröffnet ja, wie wir schon gerade die Pauke bei ihm haben, mit einem Paukenschlag in der Ouvertüre, eine sehr gewaltige Ouvertüre, eine sehr gewalttätige Ouvertüre auch. Und wir haben uns gefragt, warum eröffnet das Stück in der ersten musikalischen Nummer nach der Ouvertüre mit so einer unglaublichen Gewalttätigkeit? Es findet sofort ein Übergriff statt auf die Donna Anna, der wie auch immer zustande gekommen sein mag. Entweder sie begibt sich auf freiwillige Situation oder sie von ihm angezogen, weil er eben ein charismatischer, fremder Mann ist im Vergleich zu ihrem braven Tenor Don Ottavio, der schön singt und auch eine ganz tolle Figur ist, aber natürlich nicht das repräsentiert, was der Don Giovanni repräsentiert. Die Nummer 1 beginnt also mit einer doch sehr übergriffigen Situation, also auf die Donna Anna, von Don Giovanni auf Donna Anna, und geht weiter. Der Vater kommt dazwischen und es kommt zum Tod des Komtours, des Vaters der Donna Anna. Auch da ist die Frage, bringt er ihn absichtlich um? Ist es ein Totschlag? Diese Unterscheidung kann man ja heutzutage treffen, Mord oder Totschlag. Ist das einfach aus dem Affekt heraus passiert? Dennoch beginnt das Stück, eröffnet das Stück damit, dass wir eine unglaublich gewalttätige Szene haben, die dann weitergeht. Also diese Gewalt zieht sich eigentlich durch das gesamte Stück. Durch das gesamte Stück wie ein roter Faden. Ein roter Faden bis hin zum letzten Endes den Tod von Don Giovanni. Und dieser rote Faden ist natürlich der Komtur, dessen Rache als steinerner Gast nachher irgendwie dazu führen wird. Diese Gewalt kriegt auch verschiedene Ausformungen. Sie wird irgendwann im Laufe des Stücks ja jeden treffen. Die trifft jeden, ja. Das ist eben das Kuriose, dass, ja, wie wir es ja kennen, Gewalt sät irgendwo auch Gewalt. Ja. Und das zeigt eben Mozart in Don Giovanni ganz deutlich, dass es nicht beschränkt ist auf eine spezielle böse Figur, sondern dass diese Gewalt sich dann eben auch fortsetzt und ja fast ansteckend wird. Ja, fast ansteckend, das ist das richtige Wort. Und was uns ganz wichtig ist, ist nicht nur Gewalt auf der Bühne zu zeigen. Das ist immer sehr gefährlich, wenn man das gerne verherrlicht und wenn man auf der Bühne genau weiß, das ist Bühnenblut, das ist eine Bühnenprügelei, die im Idealfall gut choreografiert ist, aber nie real. Wir sind einfach nicht so gut wie Hollywood, das muss man leider auch sagen. Wir können nicht schneiden, wir können keine Close-Ups machen. Aber was uns ganz wichtig war, zu zeigen, dass Gewalt Menschen verändert. Und zwar die sie ausüben und die Gewalt erleiden. Genau, die Gewalt erfahren, gehen anders raus, als sie reingegangen sind in die Situation. Und ich denke, auch auf diese Weise erzählen wir das schon, auch als gesellschaftspolitisches Stück, dass unsere Handlungsweisen nie ohne Konsequenzen sind. Und dass Gewalt Menschen deformiert. Ja. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das Interessante ist, es ist ein Dramma Giocoso. Es beginnt nach der Nummer 1 ja auch teilweise sehr Giocoso-haft. Es gibt profoneske Szenen mit Leporello. Aber am Schluss schlägt es doch zurück. Auch dann auf die Titelfigur natürlich. Und das ist, wenn uns das gelingt, das wirklich zu zeigen, dass wir hier Menschen haben, die entweder 1700, also ausgehendes, kurz vor der Französischen Revolution wurde das ja uraufgeführt, gelebt haben oder komponiert wurden, dass sie heute eine genauso große Aktualität haben in der Art, wie man sich begegnet, wie man sich miteinander auseinandersetzt. Und
wie man ein, eine Art, es ist auch das Thema Zivilcourage, ist auch drinnen im Sextett, zweiten Akt. Da hat sich eben in diesen vielen Jahrhunderten nicht wirklich was bewegt, weil die Menschheit eigentlich immer noch so reagiert wie vor 200, 300 Jahren und man durchaus den Finger immer wieder in die Wunde legen muss, um zu zeigen, dass eben Gewalt sät und auch geerntet wird. Genau. Ja, das ist halt das, was es ausmacht und was wir auch versucht haben zu zeigen. Ja. Wir versuchen es auch über ein Lichtkonzept zu zeigen, das auch ein bisschen gewagt ist, wie ich finde, auf der Bühne. Man, Don Giovanni ist ein absolutes dunkles Stück. Also es gibt sehr viele Nachtszenen, es gibt sehr viele düstere Szenen. Das hat natürlich wieder mit dieser Sicht auf die Innenwelt der Figuren zu tun, von der du vorhin sprachst. Das versuchen wir auch umzusetzen. Das Interessante ist, es ist ein Jahr später komponiert Mozart Le Nozze di Figaro. Da gibt es auch viel Nacht im vierten Akt, aber davor ist es schon ein bisschen heller in den ersten drei Akten. Die ersten drei spielen ja morgens, mittags und nachmittags. Und dann kommt die Französische Revolution 1789, der totale Paradigmenwechsel in der kompletten Kulturszene, in der ganzen politischen Szene. Es entsteht ein unglaubliches Vakuum, ein Machtvakuum auch. Und kurze Zeit später wird die Zauberflöte komponiert, die Königin der Nacht wird entmachtet und das neue Lichtpaar erscheint, Pamina und Tamino. Ich glaube, hier stecken wir noch zwei Schritte in düsterer Nacht drinnen.